sonnige Zürich war die Heimat des dritten internationalen Torwartkongresses. Gäste aus aller Welt kamen in die Schweiz, um am diesjährigen Kongress teilzunehmen. Der theoretische Teil des Kongresses fand im Sonnenberg Convention Center statt, der ehemaligen Heimat der FIFA. Torhütergrößen wie der Belgier Jean-Marie Pfaff, der Schweizer Jörg Stiel und Lutz Pfannenstiel aus Deutschland gaben bei der Veranstaltung ihr Wissen weiter. Und das internationale Medieninteresse am Kongress war riesig. Und beim Kongress ging es ans Eingemachte. Was natürlich aufgefallen ist, war, dass einige Torhüter oder mehrere Torhüter grobe Fehler gemacht haben, was man in erster Linie vielleicht auch ein bisschen auf den Beinen schieben kann. Aber Fakt ist auch, dass wenn man eine Vorbereitungszeit von 4-5 Wochen hat, sich dann auf einen neuen Ball auch einstellen kann. Von den Torhütern gekriegt zum Thema Kunstrasen? Ja, also ich konnte bisher schon mit einigen sprechen und es ist eigentlich so ein bisschen das rübergekommen, was wir uns erhofft hatten, dass einfach über die Entwicklung, die inzwischen im Kunstrasen stattgefunden hat, die Akzeptanz dort auch steigt. Neben Kunstrasen wurde auch über moderne Stadionsitze der Firma Stechert von deren Chef Franz Stegner referiert. Und dann nehme ich den goldenen Mittelweg, weil es ist tatsächlich so, du kannst ja bei jedem einen Stuhl machen und der goldene Mittelweg war bis jetzt immer gut. Hi, am I speaking to Graham? Yes. Hi, this is Arnaud Chaudhry calling from Zurich from the International Goalkeeper Congress. Hi, how are you? I'm doing fine. I am the goalkeeper. Die abgelaufene Weltmeisterschaft in Südafrika war eines der Hauptthemen mit den unterschiedlichen Torhüterleistungen sowie dem heiß diskutierten WM-Ball Jabulani. Ja, liebe Freunde des Torwartspiels, ich freue mich, dass ich in diesem Jahr wieder hier sein darf. Tag 2 war der Praxis vorbehalten und an einem heißen Sommertag ging es dann endlich auf den Platz. We will have basically few coaches which will bring different kind of things into the session today. I will do a few exercises, Jean-Marie will do a few exercises, where is Thomas? Thomas will do hopefully a few exercises and then we just having a look at other things as well, what the guys from Turkey bring for example. So we just our friend from Switzerland, just everybody should bring in a few little different things and then I think we all just discuss it afterwards. Why we're doing it, how we're doing it, why we shouldn't do it. And the catch. Modernes Torhütertraining stand auf dem Programm. Aber nicht immer klappte alles beim ersten Versuch. That's what I mean. That's what I mean. One more time. Okay. Aber mit ein bisschen Übung schafften sie es dann doch. Neue Techniken und Trainingsmethoden wurden von den wissbegierigen Torhütern und Torwarttrainern aus aller Welt ausprobiert. Deren Torwart-Ausbilder zeigten, wie man gewisse Methoden perfekt im Training umsetzt. Hold off, 10, 20 times. So now use left, right, left, right. Like Jean-Marie said, that is how you keep your balance. Look how he works. Basically with his ass muscles in the back. Okay, now. So he didn't actually.
Sorry, I can't do it wrong. Okay, okay. Lucas made it like this. Oh no. In, but a bit faster. The idea about this ball is to come and scoop it up. This movement. Mein zweites Mal. War eine sehr gute Veranstaltung. Ich glaube, jeder hat wieder was Wichtiges mit nach Hause genommen. Verschiedene Kulturen, Torwartkulturen waren hier. Jeder hat seine Einträge mit reingebracht. Man konnte vergleichen, man konnte was wirklich zusammenstellen. Und ich denke, dass mit Sicherheit auch wieder ein sehr großer Erfolg war. Das war der dritte internationale Torwartkongress 2010 aus Zürich. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal.